Der Umzug des BFS ins Hauptgebäude in Neuchâtel hat sich gerade zum 20. Mal gejährt. Aber es ist noch kein Denkmal. Apropos, bisher gab es keine nationalen Daten zu den Denkmälern in der Schweiz. Deshalb führen wir nun eine neue Denkmalstatistik ein. Heute gibt es in der Schweiz rund 75.000 geschützte Denkmäler. Dabei handelt es sich insbesondere um alte Gebäude, Brücken oder auch Kapellen. Insgesamt 4% dieser Denkmäler sind von nationaler Bedeutung. 9 Städte bzw. Regionen gehören sogar zum UNESCO-Welterbe. Die geschützten Denkmäler sind sehr unterschiedlich. Auch archäologische Fundstellen gehören dazu. 10% sind Sakralbauten wie Kirchen oder Kathedralen. Nicht überall in der Schweiz gibt es gleich viele Denkmäler. Die Hälfte davon entfällt auf 5 Kantone: Waadt, Fribourg, Genf, Bern und auch Aargau. Die Denkmalpflege ist sehr föderalistisch. Kantonale Vergleiche sind daher wenig sinnvoll. Die Denkmalstatistik wurde hier in Neuchâtel produziert. Das BFS erfüllt damit einen Auftrag des Bundesamtes für Kultur. Die Denkmäler stehen an dritter Stelle der meistbesuchten Kultureinrichtungen. Sie werden von 2/3 der Bevölkerung besucht, genauso wie die Kinos. Denkmäler sind von großer Bedeutung für die nationale Identität. Möchten Sie noch mehr darüber erfahren? Sie finden die komplette Publikation auf dem Internet.